Heute in der Sendung das Gedenken an die Opfer der Deportation nach Riga vor 80 Jahren. Ich begrüße Sie zu einem 0511-Spezial. Es ist der 27. Januar, der internationale Holocaust-Gedenktag. Weltweit wird heute den Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung gedacht. Für die Erinnerungskultur hier in Hannover ist besonders der 15. Dezember 1941 von großer Bedeutung. An diesem Tag wurden 1001 jüdische Männer, Frauen und Kinder von den Nationalsozialisten in das Ghetto Riga verschleppt. Nur 69 von ihnen überlebten die Jahre der Verfolgung. Es war die zahlenmäßig größte Deportation von Menschen aus Hannover. Den Opfern dieser Deportation wird dabei jährlich hier am Holocaust-Mahnmal vor der Oper gedacht. Im Dezember 2021, also genau 80 Jahre nach der Deportation, durften wir das Gedenken begleiten. Wir gedenken der Deportation von 1001 Jüdinnen und Juden nach Riga. Dieses Ereignis markiert die letzte Periode in der Verfolgung und Entrechtung der jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner von Deutschland seit 1933. Es hat einen langjährigen Prozess gegeben seit 1933 der Entrechtung, der Diskriminierung, der bürokratischen Einschränkungen und Verordnungen, aber auch immer öffentlicher Gewalt. Und ein erster Höhepunkt waren die Novemberpogrome im Jahr 1938. In der Folge dieses Ereignisses haben sehr viele Jüdinnen und Juden noch versucht zu emigrieren unter totaler Ausplünderung, also verarmt mussten sie emigrieren. Und diese Ereignisse, die Deportation dann ab 1941 markieren dann den endgültigen Entschluss zur Ermordung der europäischen Juden. Am 15. Dezember vor 80 Jahren sind hier auch meine Großeltern und mein Vater nach Riga deportiert worden. Und meine Großeltern sind in Riga umgebracht worden. Mein Vater hat ja glücklicherweise überlebt. Dieser Tag ist deswegen für die Familie Fürst von besonderer Bedeutung. Und Sie sehen ja auch hier, wir legen hier jedes Jahr auch einen Kranz nieder, als Familienkranz. Und dann natürlich die jüdische Gemeinde Hannover, die immer wieder daran erinnert wird, dass hier zumindest damals über 1000 Menschen deportiert worden sind und von denen nur zwei Handvoll wieder zurückgekommen sind. Mein Vater gehörte zu denjenigen, die diese jüdische Gemeinde heute wieder mit aufgebaut haben. Und deswegen haben wir natürlich einen ganz, ganz engen Bezug zu diesem Tag, zu dieser Zeit. Die Botschaft von heute muss sein, so etwas darf in der ganzen Welt nie wieder passieren. Fabrikmäßige Morde an wem auch immer, aus rassischen Gründen, aus den Gründen, die wir heute immer wieder mit Homosexuellen, mit Sintis verbinden, das darf sich nie wieder wiederholen. Und das ist die Mahnung für die Zukunft. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass junge Menschen sich damit beschäftigen. Wir haben die Steine beschriftet mit jedem einzelnen Namen der Deportierten und haben die dann hier hingelegt und auch andere etwas hinlegen lassen. Der Grund hierfür war, dass im jüdischen Glauben bei Bestattungen und häufig Steine auf Grabsteine gelegt werden. Und so wollten wir dann den Angehörigen ermöglichen, auch den Namen ihrer Verwandten selbstständig hier ans Denkmal zu legen. Ich freue mich immer zu sehen, dass Schulklassen, Schülerinnen und Schüler sich mit diesem Thema beschäftigen, wie man ja auch heute hier gesehen hat, auch mit den Steinen, die sie angefertigt haben. Und ich hoffe einfach, dass daraus auch neue Impulse entstehen der Erinnerungskultur, denn gerade die jüngere Generation ist jetzt auch gefragt, hier die Zukunft mitzugestalten. Diese Menschen haben schreckliche Ereignisse erlebt, die
nicht in Worte zu fassen sind. Und man sollte sich immer noch daran erinnern, da das Ereignis weiterhin passieren kann und da auch wir in Deutschland eine spezielle Verantwortung haben, an diese Ereignisse weiter zu erinnern, um so ja, zu verhindern, dass so ein Ereignis noch einmal stattfindet. Das offizielle Gedenken hier heute am Mahnmal auf dem Opernplatz in Hannover ist sozusagen ein Moment des Innehaltens, ein Moment der Besinnung, des bewussten Gedenkens an die Deportierten, während die poetische Lesung im Ballhof 1 mit den Poetry SlammerInnen mehr dahin geht, die Biografien darzustellen und uns deutlich zu machen, was für Menschen das waren, die dort deportiert waren, welche Geschichte sie haben, welche, wie ich vorhin schon sagte, welche Strategien sie entwickelt hatten und natürlich, wie ihr Schicksal nach der Deportation verlaufen ist, sofern wir darüber Informationen haben. Heute vor 80 Jahren, am 15. Dezember 1941, verließ der Zug mit dir und 1000 anderen den Fischerhof. 3 Tage später erreichte er sein Ziel. Es war bitterkalt, hartgefrorener Schnee auf der Straße in Riga, wo sich deine Spur verliert. Norbert Kronberg, Mann ohne Abbild. Im Spiegel unserer Schande, im Spiegel unserer Scham, im Spiegel unserer Wut auf das, was war, auf das, was ist, auf das, was kommen kann. Wenn wir deiner nicht gedenken, aber es reicht nicht aus zu gedenken, Norbert. Für heute ist es gut, innezuhalten, kurz die Augen zu schließen, aber morgen müssen wir sie wieder öffnen, wach sein, aufrecht gehen, aufschreien und stehen, wenn sie mit ihren Fackeln durch die Straßen ziehen. Nein, nicht müssen, wollen können wir. Den Mut haben, deinen Koffer und die Schätze darin zu bewahren. Deine Gedanken, weil sie unsere Gedanken sind. Deine Worte, weil sie unsere Worte sind. Dein unbekanntes Gesicht, weil es unser Gesicht ist. Deine Würde, weil sie unsere Würde ist. Vielen Dank. Wir haben eine neue Website an den Start gebracht in Zusammenhang mit der jüdischen Gemeinde von Hannover. Auf dieser Website kann man einige Ausstellungen genauer betrachten, die in den letzten Jahren erarbeitet worden sind, die mit jüdischem Leben allgemein zu tun haben, aber auch speziell mit der Deportation nach Riga. Und was wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben, ist eine Social-Media-Aktion. Auch dabei geht es darum, den NutzerInnen unserer Social-Media-Kanäle die konkreten Biografien, die Menschen näher zu bringen. Wir haben dazu 80 Biografien ausgewählt, weil wir den 80. Jahrestag der Deportation haben und haben diese Biografien auch unterteilt, nach sozusagen Handlungsstrategien. Also es ist zum Beispiel eine Gruppe dabei, die ursprünglich in einer kleineren Stadt gelebt hat und nach 1933 nach Hannover gezogen ist, weil sie gehofft hatte, in der Großstadt mit größerem Anteil jüdischer Bevölkerung besseren Schutz finden zu können. Wir haben eine Gruppe dabei, die versucht hat zu emigrieren und wo das aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr oder nicht mehr rechtzeitig funktioniert hat. Und so haben wir diese Biografien unterteilt, auch um diese Struktur deutlich zu machen, dass wir also nicht eine anonyme Masse an Menschen dort haben, sondern dass wir handelnde Subjekte dort haben, die bewusst versucht haben, dieses Schicksal in irgendeiner Form zu bewältigen. Mit der Aktion wird das Zeichen gesetzt, dass wir die Geschichten der Deportierten und der Opfer dorthin bringen wollen, wo die Verbrechen ihren Ausgang genommen haben. Und das ist die Mitte der deutschen Gesellschaft. Hier versinnbildlich durch die Verwaltungszentrale der Stadt, auch damals schon das Rathaus. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es eben die Gefahr gibt, wenn man sich auf die Gedenkorte, die offiziellen Gedenkorte oder auch auf Gedenkstätten beschränkt, dass dieser Aspekt ein bisschen aus dem Blick gerät, dass die Verbrechen dann doch wieder isoliert werden. Und es ist eben ganz wichtig, die Verbrechen als Gesellschaftsverbrechen zu begreifen. Also dieses Haus ist nicht nur das neue Rathaus, sondern sowohl
das politische, das demokratische Herz dieser Stadt. Es ist für viele Menschen auch verbunden mit der Stadt Hannover, einfach als Symbol. Wenn man das Rathaus sieht, dann ist es eben auch Hannover. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass klar wird, diese Menschen, die hier unserer Mitte entrissen worden sind vor 80 Jahren und häufig den Tod gefunden haben, leider in diesem rassistischen System und in Riga, dass diese Menschen hier ihren Platz heute Abend noch einmal finden und eben auch ihnen gedacht wird. Und genau deshalb sind wir heute hier. Viel Erfolg weiter. Die Resonanz, die wir von verschiedenen Seiten bekommen haben, zeigt uns, dass es eine gute Mischung war, die eben die Zugänge verknüpft, wie ich es eben gesagt habe. Das Gedenken, dann sozusagen das Wissen und Lernen und dann Zugänge, die mehr auf der Gefühlsebene uns anregen. Und diese Mischung ist ganz wichtig für gelingende historisch-politische Bildungsarbeit. Wie vielfältig das Erinnern sein kann und vielleicht auch sein muss, das zeigt das Gedenken anlässlich des 80. Jahrestags der Riga-Deportation. Für heute war es das mit 0511. Wir sind morgen wieder wie gewohnt für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.